wissenschaftlich hervorragende Möglichkeiten, uns hier als Nuklearmedizin einzubringen. Ja, also wir befassen uns hier in der Nuklearmedizin mit der Applikation, also der Gabe von offenen radioaktiven Stoffen, zum Beispiel über die Vene oder auch über den Mund. Und diese offenen radioaktiven Stoffe, die können Stoffwechselprozesse im Körper sichtbar machen, also wirklich auf zellulärer oder subzellulärer Ebene. Zum Beispiel einen erhöhten Zuckerumsatz in einer Metastase, einer bösartigen Absiedlung eines Krebses oder auch zum Beispiel in einem Inflammationsherd, also in einem Entzündungsherd am Herzen oder auch an einem anderen Ort innerhalb des Körpers. Und so können wir auf molekularer, zellulärer Ebene uns entsprechende Stoffwechselvorgänge darstellen. Also wir möchten uns hier vor allen Dingen beschäftigen mit dem Prinzip der Theranostik. Theranostik ist ein Kofferwort, bestehend aus Diagnostik und Therapie. Wir können hierbei bei onkologischen Patientinnen und Patienten uns Zielstrukturen auf einer Tumorzelloberfläche darstellen mit einem offenen radioaktiven Stoff. Dazu benutzen wir einen sogenannten Positronen-Emissionstomograph verbunden mit einem Computertomograph. Die Abkürzung hierfür ist PET-CT. Ich stehe hier auch neben solch einem PET-CT, das wir hier ganz neu am Universitätsklinikum Frankfurt installieren durften. Ein hochmodernes Gerät, mit dem wir hier entsprechend nach der Applikation eines radioaktiven Stoffes uns den Rezeptorbesatz auf einer Tumoroberfläche darstellen können. Und das Besondere ist, wir können die nicht nur darstellen mit solch einem PET-CT, sondern wir können auch durch eine geringfügige Modifikation dieses radioaktiven Stoffes, beispielsweise durch Kopplung mit einem Alpha- oder Beta-Emitter, dann auch gezielt den Patienten systemisch bestrahlen und damit auch einen entsprechenden reduktiven Effekt der Tumorherde erreichen. Also das heißt, mit solch einem PET-CT können wir zunächst einmal in vivo den Rezeptorbesatz darstellen und dann auch nachgeschaltet durch eine Therapie mit dem gleichen Stoff, den wir leicht modifiziert haben, dann auch systemisch den Patienten therapieren. Das machen wir beispielsweise beim Prostatakarzinom, auch bei neuroendokrinen Neoplasien oder auch beim Lymphom. Und im Moment wird eigentlich dieses Portfolio an Tumorentitäten, das man damit nicht nur zielgerichtet darstellen, sondern auch therapieren kann, stetig erweitert. Und das möchten wir eben auch am Standort auch mit umsetzen und somit den Patientinnen und Patienten am Universitätsklinikum und in der Rhein-Main-Metropolregion hier auch neue innovative molekulare Therapien anbieten. Insbesondere in der Wissenschaft sind wir als Querschnittsfach in der Nuklearmedizin, haben wir natürlich hervorragende Anknüpfungspunkte, unter anderem in der Neurologie, in der Onkologie, in der kardiovaskulären Medizin. Wir werden ja hier am Universitätsklinikum Frankfurt verschiedene Sonderforschungsbereiche vorgehalten und ich denke, es sind einfach wissenschaftlich hervorragende Möglichkeiten, uns hier als Nuklearmedizin einzubringen. Und darüber hinaus natürlich auch im klinischen Umfeld, im Rahmen der Patientinnen- und Patientenversorgung hier mitten in der Stadt und auch mit dem Neubaubezug, mit den neuen Geräten, der neuen Gerätetechnik, die hier vorgehalten wird und natürlich auch unserer hochmodernen Therapiestation, denke ich, sind es hier hervorragende und herausragende Entwicklungsmöglichkeiten.